Ich liebe immer den Moment, in dem ich hier sitze. Ich bin. Denn ich kenne auch die Momente, in dem der Zweifel so groß ist. Und Hubert hat zum Glück heute schon gut vorgelegt mit Tränen. Und ich weiß nicht, wie ich diese Session, wie das verlaufen wird, aber ich vertraue, dass das einfach der perfekte Ausdruck sein wird, so wie jeder Ausdruck hier perfekt ist. Und ich kenne die Momente und das kennen wir alle. Denn sonst hätten wir nicht dieses, sonst wäre uns nicht dieses blaue Buch erschienen, in dem der Zweifel an sich selbst, an dem, was ich bin, so groß ist und das Gefühl, unwürdig zu sein. Als die einzige Wahl erscheint, die gerade da ist, in der Satz, ich bin unschuldig, nicht ankommt. Kind Gottes. Und ich bin so dankbar, dass ich das sagen darf. Du bist so würdig. Du bist so geliebt. Es gibt keine Grenze. Es gibt kein Ende in der Liebe Gottes für dich. Und er meint ganz speziell dich. Dieses kleine, manchmal ist es gut abgedeckt, manchmal ist es gut kontrolliert, dieses kleine Gefühl, nicht genug zu sein. Noch ein bisschen besser sein zu müssen, noch ein bisschen anders sein zu müssen, noch ein bisschen mehr wissen zu müssen, noch ein paar andere Fähigkeiten, vielleicht noch schnell eine neue Sprache lernen oder einen Gesangskurs machen oder noch den Führerschein oder noch eine Zoom-Fortbildung. Dieses kleine Gefühl, unwürdig zu sein, ungenügend zu sein, was die ganze Welt von Tod antreibt und Leid und Krankheit. Und alles hier kann aus diesem begrenzten, so, so kleinen Bild tatsächlich so erscheinen, als wäre es die Wahrheit. So ein Festival mit so viel Organisation und so vielen Menschen und vielleicht könnten wir noch mehr Menschen dazu bekommen. Ist nichts, ist gar nichts. Die tollsten Sprecher dieser Erde sind gar nichts, wenn ich in meinem Geist nicht mir vergebe. Und das schreibt Jesus jedem, der dieses Buch liest. Das sagt er jedem im Geist, der hören möchte. Er ruft jeden von uns zu vergeben. Und jeder von uns hat einfach nur jeder von uns hat einfach nur die Aufgabe, das in sich zu hören. Ja,
das in sich zu spüren, zu sehen, wie auch immer das für dich ankommt, dabei wird alles nutzen. Und zu antworten, egal wie oft du schon denkst, das gehört zu haben, das beantwortet zu haben. Denn es geht hier um die Erlösung der ganzen Welt. Gestern haben wir für Israel in unserem Geist gebetet. Was können wir noch mit reinholen? Wozu leitet der Heilige Geist dich an heute? Welches Wunder darf durch dich gewirkt werden? Du bist ein Lehrer Gottes, wenn du den Ruf in dir gehört hast und ein Abkommen mit ihm gemacht hast, dass alles, was du hier gemacht hast, nicht mehr dem Tod und dem Opfern gewidmet ist, sondern der Rückkehr. Und das, was nicht leicht daran erscheint, ist wirklich nur eine Täuschung. Es scheint übermächtig zu sein, das Gefühl, es ist irgendwie nicht genug. Es ist nicht genug, was ich bin. Jetzt haben wir hier gerade Leute am Reinkommen. Es ist nicht genug, was ich bin. Aber es wird übertönt. Und ich durfte jetzt heute Morgen noch mal spüren, wie stark dieser Ruf nach Erlösung ist in meinem Geist. Und was für eine gute, wie sagt man, Brennflüssigkeit, keine Ahnung, was für eine gute was für ein gutes Benzin im Motor, diesem Ruf nachzugehen und dieser Passion nachzugehen. Und darin ganz geduldig mit sich selbst zu sein, weil er unendliche Geduld mit sich hat und mit mir hat und mit dir hat, mit uns. Geduld. Schritt für Schritt. Und sich da drin nicht ablenken zu lassen von den vielen, vielen Angeboten. Jedoch immer wieder die gleichen Angebote, sehr wiederkehrend. Und wir erkennen sie immer besser, je mehr wir uns der Erlösung öffnen.
Ich liebe dich. Und sich darin zu verbinden, dass eigentlich nichts anderes zwischen uns möglich ist. Und damit zu öffnen, meinen Geist zu öffnen und es mit der Vergebung immer leichter werden zu lassen, ganz offen im heiligen Augenblick hier zu sein. Etwas auszudrücken, wenn es etwas auszudrücken gibt. Und stetig in diesem Geben zu sein, weil ich stetig empfange, weil ich stetig die Liebe meines Vaters, meines Schöpfers empfange, weil es nie aufhört, weil dieses Licht nie aufhört zu leuchten. Nie aufhört zu sein. Es ist ewiges Sein. Und mein Beginn mit dem Kurs ja, ich weiß nicht genau, wann das sein soll eigentlich, aber ich weiß, dass er mich schon sehr lange ruft. Und dass es für jeden gilt. Und auch gestern Abend in der wundervollen Eröffnung zu hören, wie es überall ruft. In einem Gesang oder in Worten oder in einem Gebet oder immer wachsam zu sein für diesen Ruf, um ihn zu beantworten. Ja, ich will Erlösung. Ja, ich will Vergebung. Ich will nicht urteilen. Ich will nicht über meinen Bruder und mich urteilen. Ich will einfach hier sein und diesen Moment mit dir teilen. Wir haben nicht mehr zu geben als das, aber das ist alles. Und alles nutzt er. Also Erlösung für dieses kleine Gefühl, nicht genug zu sein. Dass irgendwas nicht reicht. Dass irgendwas noch hätte gesagt werden oder getan werden müssen. Und einfach sein in diesem Licht und ruhen und sich heilen lassen. Heil sein, ganz sein, vollkommen sein. Den Ruf zu hören, aufzuwachen. Es tut nicht weh. Das tut nicht mehr weh. Aufzuwachen tut nicht mehr weh. Weiter träumen zu wollen tut weh. Weiter die Angriffsgedanken denken tut weh. Es ist schmerzhaft. Weiter den Krieg zu sehen ist schmerzhaft. Ich brauche Jesus. Ich kann nicht alleine da drauf schauen. Ich sehe sonst nur Krieg. Ich brauche Jesus. Ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus.
Ich kann nichts sehen. Alles, was ich mit den Augen des Körpers sehe, ist nichts. Ich bin so blind, wenn ich mich darauf verlasse. Also brauche ich deine Schau. Ich brauche die Schau Christi, um vergeben zu können. Um das wirklich zuzulassen. Ich brauche die Vergebung, um zur Schau zu kommen. Also heile ich durch das Annehmen. Durch das Annehmen der Vergebung und der Sühne. Und durch alles, was ich hier aus mir gemacht habe. This little this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine. Öffne dein Herz. Das leuchtet in dir. Das leuchtet in dir. Das leuchtet in dir. Es leuchtet, es leuchtet, es leuchtet in dir. Es umgibt dich, es umgibt dich, es umgibt dich. Es leuchtet in dir, es leuchtet in dir, es umgibt dich. Ich bin heute Morgen mit tierischen Halsschmerzen aufgewacht. Das ist alles weg jetzt. Ich hätte gar nicht singen können. Wir sind das hier nicht. Wir sind nicht dieser Körper. Wir sind das nicht, was denkt, ungenügend zu sein.
Ja, und es wird hier immer nur ein Ausprobieren sein. Es wird hier immer ein Prozess sein, bis Gott den letzten Schritt macht. Bis ich so sehr das angenommen habe, was er mir anbietet, dass der Übergang so sanft ist, so glücklich, so glücklich. Gestern Abend in dem Gebet von Ephrat konnte ich sehen, wie wir leben. Das war wirklich ein Schauen und ich will nicht um weniger bitten. Und das habe ich auch schon lange entschieden. Alles da drin mitzunehmen, was der Erlösung dient. Die ganzen Ideen von Gefangenschaft und Enge und Wertlosigkeit und Sinnlosigkeit mitzunehmen, wandeln zu lassen. Und immer mehr wirklich zu leben, im Geist zu leben und lebendig zu sein, indem ich lebendige Gedanken denke, indem ich mit Gott teile. Und du bist hier sein Stellvertreter für mich. Danke, dass wir miteinander teilen, was wir sind. Nein, Jodeln, das habe ich noch nie probiert, das mache ich nicht. Es ist nicht besonders. Nur ein Ausdruck kann besonders sein, aber das Licht ist nicht besonders. Es ist, was es ist. Ja, ich bin wirklich zutiefst berührt einfach. Gott. Danke Gott. Und ich wünsche einfach jedem, dass er sich so berühren lassen kann und dass es so wirklich wird für uns, dass seine Liebe so wirklich wird für uns. Ich wollte einfach was heute über Vergebung erzählen. Ich wollte es irgendwie. Aber ich merke, ich kann es einfach nur sein lassen. Ich kann mich nur sein lassen. Das Video muss übrigens nicht veröffentlicht werden. Ich teile das jetzt mit dir. Du bist jetzt hier und ich danke dir von Herzen. Ich danke dir von Herzen, dass du seinem Ruf folgst, dass wir zusammen nach Hause gehen, dass wir zusammen geheilt werden.
Ja, dass wir uns nicht mehr vergiften. Mit so einem Schrott, der eigentlich nichts ist. Es ist noch nicht mal Schrott. Es ist noch nicht mal Scheiße. Es ist gar nichts. Das Gefühl, unwürdig zu sein, ist gar nichts. Es ist nicht da, wenn ich es nicht denke. Es ist nicht da, wenn du es nicht denkst. Dann müssen wir nicht in Konflikt sein, dann müssen wir keinen Krieg führen. Wir machen hier einen großen Job. Der größte, den wir jemals tun können in Zeit und Raum. Es sich selbst zu vergeben. Und es tief einsinken zu lassen. Danke, Vater, danke für die Vergebung in meinem Geist. Danke, Vater. Danke für deine Gnade. Danke für dein Licht. Danke für alle Stimmen, die mich erreichen. Danke für alle Stimmen, die meinen Bruder erreichen. Danke für meine Stimme, die ich geben möchte. Ja, ich möchte meine Stimme geben. Nur ein Moment zurückgehalten ist schon zu viel. Wir wollen Zeit einsparen. Stille meinem, stille, still in meinen Gedanken, Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken stille sein. Mach alles neu. Mach alles neu. Mach alles neu. Hier und jetzt. Friede in meinem Geist. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Weil wir die Vergebung haben, können wir uns daran erinnern, müssen wir uns daran erinnern, dass wir würdig sind. Du bist würdig. Du bist würdig. Dass dir jede Illusion vergeben wird. Alles, was wir mit Körperidentität tun, ist Illusion. Du bist mit dem, was du gekommen bist. Es ist alles jetzt hier, was wir für die Erlösung brauchen. Komplett alles. Alle deine Fähigkeiten reichen aus. Es braucht nicht mehr gemacht werden.
Es ist alles gut. Es ist alles gut und ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du mir das zeigst. Der Traum wird immer, oder andersrum gesagt, es gibt nichts im Traum in der Welt, was nur ansatzweise an die Liebe Gottes rankommt und ansatzweise widerspiegelt, was Gott für seinen Sohn, was er ihm anbietet. Also brauchen wir es auch nicht versuchen. Und das ist der genialste Heilsplan, den man sich vorstellen kann. Ein so einfacher Heilsplan. Das wird dem Ego nicht reichen. Das geht lieber noch ins andere Seminar, wie man jetzt gut Geld verdienen könnte. Aber es wird alles gezeigt. Denn wir können auch viel Geld verdienen als Lehrer Gottes. Das ist nicht ausgeschlossen. Wir sind überall, wir kommen von überall her und können überall hingehen. Also, welches Wunder soll durch mich gewirkt werden? Wem darf ich vergeben? Ich habe das Gefühl, es fehlt noch was. Hat jeder schon seine Rolle in Gottes Heilsplan angenommen? Wer hat es noch nicht? Hand heben. Wer traut es sich? Wer traut sich, das zu sagen? Okay, da ist deine Hand. Bis jeder Geist erwacht, bis jeder Geist sagt ja. Und ich muss noch hier sein und du musst noch hier sein, um jetzt ja zu sagen. Bhakti hat es auch heute Morgen, ne? Ja, ich bin bereit. Und wir können nur hier sein und ich nenne es jetzt so einfach, wie es ist, mit offenem Herzen und offenem Geist. Und ich spüre, dass ihr das seid. Ich spüre diese Offenheit. Ich
Silvia hat schon wieder was Lustiges in Chat getippt. Oh, ja, lass uns einfach irgendwie lachend durch die Gegend laufen und das Beste aus dem hier machen. Besser wird's nicht. Es ist super. Und es ist gut. Ja, ich freue mich auf alle Momente mit euch hier und ich fand einfach gestern die Eröffnung auch schon so schön. Ja, und ich möchte uns einladen, gerade jeder für sich im Stillen einfach allen zu danken, die ihm einfallen. Für was auch immer derjenige, was auch immer derjenige uns reflektiert. Und es einfach überlaufen zu lassen, überall hinfließen zu lassen, wo Dankbarkeit vielleicht manchmal fehlt. Ich danke auf jeden Fall meinen Eltern. Ohne die könnte ich das hier gar nicht machen in dieser Form. Und es ist alles so perfekt orchestriert, dass ich mich hier auf den Stuhl setzen darf und mich mit meinem Bruder an Gott erinnern. Danke, dass wir alle irgendwie diese Gelegenheit bekommen, wenn wir Ja sagen. In irgendeiner Form. Danke für dein Wirken, Lehrer Gottes. Du bist geheilt und du kannst heilen. Erheb dich aus allem, was dir etwas anderes erzählt. Und du hast mächtige Werkzeuge und mächtige Gefährten. Ja, ich will, ja, ich bin da. Es ist nicht unglaublich, ich glaube, also jetzt sind das schon 700 Anmeldungen. Es ist auf jeden Fall einfach, zu wissen, dass wir da sind, um diese Gedanken miteinander zu teilen. Wie beruhigend. Wie beruhigend. Er hat seine Lehre ausgesandt. Sie haben gehört. Ja, danke. Ja, Alice möchte gern, hat noch ein Lied. Können wir Alice freischalten, André? Also ich kann es, nee, ich kann es nicht, ne? Nur der Host. Doch, dann kannst du mal Ah, ich kann da, freischalten, stimmt. anfragen. Ja, stimmt. Aber vielleicht Ich findest du sie. habe sie Hast schon du? Okay, angefragt. Sie Andreas ist schon hatte. frei. Er hat mich gefunden. Danke, Andreas. Mikro mal aus, dann kann ich Ja. mir nichts anmachen. Hört ihr mich? Okay. Das ist ein kleines Gebet, was vertont, wo mir die Melodie zugekommen ist und was ich finde, was sehr schön zu den Worten passt, Gesner, die
du uns gesagt hast und auch in diese Verbindung zu uns, zu unserem göttlichen Sein. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Geliebter Vater, bitte hilf mir zu wissen. Geliebter Vater, bitte hilf mir zu sein. Geliebter Vater, bitte hilf mir zu hören. Geliebter Vater, bitte hilf mir zu sehen. Danke, 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 dass du mich erschaffen hast. Danke, 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 dass du mich liebst. Danke, danke, dass du mich nach Hause bringst und mir den Schleier von den Augen nimmst. Danke, 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 geliebter Vater, oh danke, danke, oh danke, danke, geliebter Vater, geliebter Vater, bitte hilf mir zu wissen. Geliebter Vater, bitte hilf mir zu sein. Geliebter Vater, bitte hilf mir zu hören. Geliebter Vater, bitte hilf mir zu sehen. Danke, 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 dass du mich erschaffen hast. Danke, 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 dass du mich liebst. Danke, danke, dass du mich nach Hause bringst und mir den Schleier von den Augen nimmst. Oh, danke, danke. Oh, danke, danke, geliebter Vater, oh, danke, danke, oh, danke, danke, geliebter Vater. Danke für den Raum und danke für euer Dasein. Okay, danke, Alice. Ja, ja, wir haben noch ein paar Minuten und ich würde eigentlich auch noch gerne das offen lassen, das ist echt unglaublich, wenn ja. Es ist, also für mich ist heute echt herausfordernd, es auszudrücken. aber das ist es wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Ausdruck. Und ja. Ich glaube, ihr seid einfach Zeuge davon, wie mein System zusammenbricht. Und das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Was? Wird neu ersetzt, genau. Und diesen Prozess habe ich schon sehr oft durch. Man sollte ihn täglich durchmachen, wahrscheinlich. Mehr oder weniger so intensiv. Wäre auch hilfreich. Aber ja, ich glaube, ich möchte einfach nur ermutigen dazu, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay, was zusammenbricht. Das muss zusammenbrechen. Es kann nur zusammenbrechen, wenn es nicht wirklich ist.
Ja. Danke euch für den Raum und eure Liebe. Ja, danke, Barbara. Ja, lass uns mal hier auf die Bildschirme schauen. Einfach dankbar sein für die, die alle hier sind gerade. Und jeder ringt hier mit dem Ego-Denksystem, aber es ist nicht wahr. Mal mehr, mal weniger. Ja, und damit können wir ganz mitfühlend sein. Und dankbar, danke für eure Dankbarkeit. Das ist echt ein purer Segen, ja. Schön. Jetzt voll am Strahlen. Ja. Danke, Maria. Da ist Maria. Oh, ich sehe das gar nicht hier noch. Hast du sie als Spotlight? Mach noch mal bitte, Maria. Efcharisto. Ich komme dich mal in Griechenland besuchen, okay? Alle. Wundervoll. Also wenn noch Zeit übrig bleibt am Ende der Zeit, dann können wir uns gegenseitig besuchen. Das macht Sinn. Okay. Ja, habt ein wundervolles Festival. Wir sind hier zusammen und ja, schließt einfach die Augen und alles ist da. Öffnet die Augen und alles ist da. Es ist keine Grenze zwischen uns und keinen Abstand. Nur Liebe, nur Licht. Amen. Und Segen. Ich bin fertig.